Neoprenhandschuhe gibt es ja urviele am Markt. Und bei Neoprenhandschuhen ist immer das Ding, man muss diesen Kompromiss finden, entweder sie sind super warm oder sie sind super unbeweglich. Also beides zusammen ist wahnsinnig schwierig, aber das haben wir jetzt bei diesen Handschuhen gefunden. Und zwar sind die in der Übergangszeit, Herbst bis Anfang Dezember, fahren wir mit den Teilen rein, weil sie sind ziemlich dünn, aber für diese Dünne wahnsinnig warm. Sehr flexibel. Oben hast du noch dieses Glatthaut-Neopren, das heißt auch der Windchill macht da nichts, weil wenn ich zum Beispiel so ein kaschiertes da oben hätte, das ist dann wie ein Schwamm und wenn dann Wind drüber fährt, dann habe ich Windchill, dann kühlt das und das hast du immer bei Glatthaut nicht. Würden wir empfehlen, viel Gefühl und Wärme ist unser Favorit.